Da werden Erinnerungen wach, als sich die Rap-Szene revolutionierte. Und das hat ja die Zuhälter-Tapes früher ausgezeichnet. Was gemacht, was sonst keiner gemacht hat. Und wer sich nicht interessiert für Knarren, Bitches, Coca und Money, der wird mit dem Album auch nicht warm. Den alten Style ausgepackt, Punchlines, die alle zerstören. So rappt der Boss, ja. Schauen Sie, dass die Jungs verpixeln, wenn sie das zeigen, ja. So. Können wir dann. Nun haben Sie ja mehrere Firmenkonstrukte, möchte ich mal sagen, weltweit. Es ist ein Netzwerk. Ist das, was wir jetzt hier erleben, ist das eigentlich eine GmbH? Coca-G ist das. Hier, du. Komm, fang. Kollege, Sie sind offensichtlich wieder in alte Geschäftsmuster verfallen. Haben Sie nicht mal gesagt, Finger weg von den Drogen und die Jugend soll lieber Sport machen. Ja, das ist sicherlich richtig. Allerdings kommt es dann auch immer auf die Ware an. Und hier haben wir eben das Feinste vom Feind, der Stoff, aus dem die Träume sind. Und das braucht auch der junge Mensch von heute, damit er hustlen kann. Das muss nach vorne gehen. Gibt es denn auch keine, sagen wir mal, gesündere Alternativen? Ja, Alternativen, schwierig. Schwierig. Ja, höchstens Zuhälter Tape 5. Aber sonst. Mann im Griff, Goldkette Blitz, der Anzug mit den Nadelstreifen sitzt. So, habt ihr genug an Material, denke ich. Ich muss auch weiter dann langsam. Boss, wir sehen, wie Sie tragen zwei Uhren. Was? Ja, das ist richtig. Das ist einmal Juarez und das ist Düsseldorf. Also, da macht was draus, schickt mir das noch einmal zur Abnahme, ne?